Gerade etwas über ein Jahr ist es her, seit Aaron Carter gestorben ist. Jetzt folgt seine Schwester Barbie Jean Carter ihm in den Himmel. Und das im Alter von gerade einmal 41 Jahren. Das bestätigt ihre Mutter Jane Carter. Barbie Jean Carter trat zusammen mit ihren Geschwistern in der E-Reality-TV-Show House of Carters auf, die 2006 eine Staffel lang lief. Nach dem Ende der Fernsehsendung ist sie relativ unauffällig geblieben. Im Juni 2023 wurde sie in Florida unter dem Vorwurf des Diebstahls in einem Hobby Lobby festgenommen, wie der Miami Herald berichtete. Sie wurde in der Abteilung für Schadensverhütung des Ladens festgehalten und soll beim Eintreffen der Polizei einen Behälter unter dem Schreibtisch entsorgt haben. Der Inhalt des Behälters wurde später positiv auf Fentanyl getestet, wie aus einer von der Zeitung zitierten eidesstattlichen Erklärung hervorgeht. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar, und ihre Mutter Jane, die bereits den Verlust ihres Sohnes Aaron betrauerte, äußerte sich schockiert. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. Möge sie in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank.